Wenn es euch so geht wie mir, dann kann Zählen beim Haspeln manchmal ganz schön stressig sein. Heute möchte ich euch einen kleinen Tipp zeigen, um euer Leben beim Haspeln ein wenig einfacher zu machen. Hallo ihr lieben Spinnerinnen und Spinner da draußen, hier ist wieder Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei mit einem kleinen Tipp zum Haspeln von Garnen und dem Messen der Lauflänge. Um die Lauflänge eines Garns bestimmen zu können, müssen wir entweder beim Haspeln die Runden zählen, die wir wickeln, oder nach dem Haspeln die nebeneinander liegenden Fäden zählen. Ob nun auf die eine oder auf die andere Art und Weise, häufig muss man eine ganze Menge zählen, weil viele Garne nun mal aus einer Menge nebeneinander liegender Fäden bestehen. Und wer von uns kennt es nicht, man kann nicht mal unbedingt immer ununterbrochen von 0 bis 235 zählen. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Phänomen, dass man zwischendurch unterbrochen wird und dann laut 135, 136, 107 und das hilft dann auch nicht. Zwischendurch ist man raus und dann muss man wieder von vorne anfangen. Sehr ärgerlich. Mit dem kleinen Tipp, den ich euch zeigen möchte, braucht ihr das nicht. Und zwar verwende ich immer, wenn ich haspele, einen Hilfs- oder Zählfaden. Das funktioniert super, super einfach folgendermaßen. Ihr fangt ganz normal an zu haspeln und wickelt 10 Runden. Wenn ihr 10 Mal um eure Haspel gewickelt habt, nehmt ihr euch einen Hilfsfaden, der sollte ausreichend lang sein, vor allem je nachdem, wie dick euer Strang ist, schon lieber so um die 20-30 cm und nach Möglichkeit in einer Kontrastfarbe sein, so dass ihr den später, wenn euer Strang fertig ist, leicht erkennen könnt. Diesen Faden wickelt ihr dann einmal um euren Mini-Strang, um diese 10 Fäden herum, überkreuzt die Enden und wieder zurück. Wenn ihr die Fadenenden jetzt festhaltet, könnt ihr einfach weiter haspeln und nochmal bis 10 zählen. Und das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder. Das Coole daran ist, dass man die Haspel zwischenzeitlich auch einfach mal weglegen, zum Beispiel ans Telefon gehen oder die Post annehmen kann und das Ganze einfach wieder aufnehmen, so dass man nur die Fäden zählen muss, die noch nicht in diesen Zählfaden eingewickelt waren. Auch wenn ihr zwischendrin mal unkonzentriert wart und stehen geblieben seid und nicht mehr wisst, bei welcher Zahl, müsst ihr nicht wieder komplett von vorne anfangen, sondern nur die Fäden nachzählen, die nicht in dem Zählfaden eingewickelt waren. Wenn ihr mit dem ganzen Strang fertig seid, habt ihr ganz viele 10 Fadenbündel und ihr könnt diesen Zählfaden, den Hilfsfaden, einfach verknoten, habt auch die erste Stelle eures Strangs damit schon abgebunden. Dann bindet ihr noch die anderen Stellen oder andere Stellen des Strangs ab und könnt den Strang von der Haspel nehmen und meinetwegen sogar erstmal weglegen und vergessen. Denn später könnt ihr den Strang einfach wieder in die Hand nehmen und die Bündel abzählen und das Ganze dann mal 10 multiplizieren, weil in jedem Bündel 10 Fäden sein sollten. Ihr könnt entweder darauf achten, in das letzte Bündel auch wirklich 10 Fäden zu packen oder wenn es euch zu schade ist, zum Beispiel den Faden abzuschneiden, obwohl ihr noch 2 Runden hättet, dann müsst ihr einfach nur das letzte Bündel nachzählen, um zu schauen, wie viele Fäden da drin sind. Dann könnt ihr ganz einfach die Lauflänge ausrechnen. In meinem Fall hatte ich zum Beispiel 12 Bündel. Jedes Bündel hatte 10 Fäden, also insgesamt 120 Fäden bzw. 120 Runden. Diese 120 Runden multipliziere ich dann mit dem Umfang der Haspel. Meine hat 1,80 Meter. Das ergibt eine Lauflänge von 216 Metern insgesamt. Dazu noch ein Tipp am Rande, das Garn verändert sich in der Regel nach dem Entspannungsbad etwas. Wenn ihr also auf die Lauflänge angewiesen seid und es ganz genau nehmen wollt, dann solltet ihr nach dem Baden nochmal haspeln. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Es ist wirklich super, super easy, aber es kann einem eine Menge Zeit und vor allem auch eine Menge Nerven sparen, mit so einem Zählfaden zu arbeiten. Ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an meine Patrons, meine Unterstützer, die mir helfen,
dieses Video und viele weitere Videos möglich zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Lust hättet, meine Videos finanziell zu unterstützen. Dafür findet ihr hier einen Link zu meiner Patreon-Seite und auch unten in der Beschreibung des Videos. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest, eine schöne Feiertagszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Freue mich sehr auf das nächste Jahr. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien. Bis dann, eure Shanti. Bye!